Ja, Wiki-Einträge in Ilias erstellen, das ist ein Teil Ihrer Rechercheaufgabe. Und ich befinde mich jetzt hier schon in dem Kurs Vernetzte IT-Systeme im Wintersemester 2013 und mache Ihnen das kurz einmal vor für die Gruppe WI39. Ist also hier beispielsweise innerhalb der Gruppe ein Objekt Wiki eingerichtet und innerhalb dieses Objektes Wiki finden Sie also die Startseite dieses Wikis. Sie sehen das hier, vernetzte IT-Systeme, mit insgesamt hier 32 unterschiedlichen Begriffen zu diesem Thema. Und Sie suchen sich jetzt einfach einen Begriff zu diesem Thema aus und bearbeiten den. Und ich mache das mal anhand des Beispiels unserer Twisted Pair Anschlussdose. Also ich wähle die Twisted Pair Anschlussdose aus und Sie sehen, es wird hier eine neue Seite erstellt mit der passenden Überschrift. Die kann ich natürlich im Nachhinein auch noch ändern. Und nun starte ich am einfachsten, indem ich hier oben auf die Schraffur einmal klicke und mir dann auswähle, was ich als nächstes machen möchte. Und ich fange mal an mit unserem Bild. Ich möchte also ein Bild, was ich selbst aufgenommen habe, hier in diesen Text beziehungsweise in diese Wiki-Seite integrieren. Ich habe das ausgewählt, es ist also ein JPEG und möchte jetzt für dieses JPEG noch verschiedene Veränderungen vornehmen. Und bevor ich das mache, löse ich einmal mit Speichern hier aus, um also auch die Größe und die Zuordnung zu bekommen. Ja, was ich jetzt als erstes mache, ich passe jetzt mal die Größe an und 1700 ist mir ein bisschen viel. Ich wende mal jetzt hier mit 300, komme ich glaube ich ganz gut hin in meinem Text. Dann, und es ist ganz wichtig, das ist eine Aufgabe, die steht auch so in Ihrem Rechercheauftrag drin. Machen Sie bitte eine entsprechende Bildunterschrift. Bei mir ist das hier die UP-Anschlussdose 2TP, dann der Name, dann wo aufgenommen und wann aufgenommen. Denken Sie dran, in diesem Fall kommt es uns ja darauf an, dass Sie die Rechte an diesen Bildern haben. So, das wäre die Bildunterschrift. Einen Alternativtext brauche ich nicht. Den Titel möchte ich allerdings auch noch hier kurz ändern, denn das ist ja nicht nur einfach eine TP-Anschlussdose, sondern eine Version unter Putz. So, und das kann ich jetzt auch gleich hier mit eintragen. Dann speichere ich das Ganze wiederum ab und kann jetzt mir ansehen, wie diese Seite aussieht. Sie sehen, da ist also zunächst einmal das Bild mit dieser entsprechenden Bildunterschrift. Und als nächstes kann ich das nächste Objekt einfügen, also hier zum Beispiel dann den erläuternden Text. Auch den habe ich vorbereitet hier in einer Word-Datei. Und ich kopiere mir auch gleich die Quellen mit. Das habe ich alles in einer Word-Datei entsprechend vorbereitet, sodass ich jetzt hier das Ganze nur noch übertragen muss. Und wenn Sie das ein bisschen schöner machen wollen, dann können Sie gleich, wenn Sie beispielsweise so wie ich hier entsprechende Internetquellen haben, können Sie diese Internetquellen auch noch mit den entsprechenden Links versehen. Dazu müssen Sie den Link als solches einmal markieren, dann hier oben in der Menüleiste auswählen, Link zu einer externen Webseite einmal auslösen und dann bekommen Sie also hier sozusagen die Formatierung für diesen Link und aus dieser Formatierung müssen Sie dann noch den eigentlichen Link kopieren. Ich mache das einmal hier an dem einen Beispiel. So, und habe das jetzt hier wieder eingefügt. Und wenn ich jetzt gleich das Ganze abspeichere, dann werden Sie sehen, wird dieser Link auch hoffentlich funktionieren. Ich schalte einmal um. Sie sehen, jetzt ist also das Bild mit dem entsprechenden Text hier versehen und ich habe hier unten einmal den entsprechenden Link. Und wenn ich den auslöse, sucht er also die entsprechende Webseite. Seite hier in diesem Fall für diesen Standard RJ45. Gut, soweit der Eintrag. Wenn ich jetzt zurückgehe zur Startseite, werden Sie sehen, da hat sich die Startseite ein ganz klein wenig verändert. Nämlich von allen Begriffen rot haben wir jetzt einen Begriff, der hier in dieser Farbe lila erscheint. Das heißt also, da liegt jetzt tatsächlich schon meine Seite dahinter, der entsprechende Link. Und insofern füllen sich dann diese Seiten automatisch, sobald Sie jetzt hier einen entsprechenden Begriff ausgewählt haben. Bei den Begriffen selber seien Sie ruhig, was die Beschreibung angeht, kreativ, insbesondere dann, wenn Sie das fotografieren. Ich zeige Ihnen mal hier zwei schöne Beispiele aus dem letzten Jahr, zum Beispiel für das Thema Firewall.
hat ein Kommilitone sich Folgendes einfallen lassen. Er hat also hier ein entsprechendes Sieb, und nichts anderes ist ja eine Firewall, auch fotografiert, selbst gemacht, und hat dann aber dazu kurz beschrieben, wie es funktioniert, und auch die entsprechenden Quellen angegeben. Oder ein weiteres Beispiel, zum Beispiel hier der Transceiver, auch ein sehr schönes Beispiel. Ein Transceiver ist nichts anderes als, wenn Sie so wollen, ein Übersetzer zwischen einem Netzadapter oder einem Netzwerk und einem Endgerät. Also seien Sie an der Stelle einfach kreativ, überlegen Sie sich, was Sie zu diesen einzelnen Themen darstellen können. Selbstverständlich können Sie auch jeweils in den Unternehmen die entsprechenden Fotos an den entsprechenden Geräten oder Stellen machen. Viel Erfolg!